Herzlich willkommen bei Sam Soul and Mind. Heute ein neues Gespräch. Ich fange gar nicht erst den 17-17 Talk an, weil mit diesem Mann wird es länger dauern. Er ist, na, die einen sagen Heiler, die nächsten sagen Bewusstseinscoach. Ich sage, er ist ein Mann, er ist ein Mensch. Er heißt Alexander und ja, jetzt lassen wir ihn doch gleich zu Wort kommen, damit er seinen Nachnamen am besten selber ausspricht. Hallo Alexander, schön, dass du bei mir bist. Ja, danke für die Einladung. Dein Nachname ist ja nicht so schwer, also Krakulinik. Naja, wir haben ein bisschen gespaßt schon. Ja, ich möchte mit dir heute eigentlich gar nicht deine Geschichte, die im Netz ja schon zu finden ist, wenn man deinen Namen googelt. Du bist über den Weg von Extremsport, von einer Krankheit, von einer Heilungsphase auf den spirituellen Pfad gegangen und hast dein Bewusstsein erforscht und tust es immer noch. Und mittlerweile nimmst du ganz viele Menschen gerne an die Hand, gibst ihnen Impulse und hilfst ihnen auf dem Weg der Selbstmeisterschaft. Habe ich das jetzt gut komprimiert gebracht? Ja, sehr, sehr schön formuliert, ja. Ich möchte mit dir heute zum Thema Mut, Mut machen, Zuversicht und das alles unter der großen Überschrift der Selbstmeisterschaft sprechen und mir natürlich auch für mich ein paar Informationen holen und damit rausschenken für all unsere Zuschauer. Also die Bühne gehört dir. Vielleicht magst du schon mal mit dem Thema Selbstmeisterschaft beginnen. Wie bist du darauf gekommen, es so auszudrücken, so zu formulieren? Also ich bin ja zuerst vom Leistungssport gekommen und dann bist halt so immer auf diese Grenzerfahrungen. Das heißt, du schaust immer, dass du alle Grenzen sprengst. Und für mich war das immer alles, was unmöglich war, versucht dann möglich zu machen. Alles, was unvorstellbar war, vorstellbar machen. Und da war so mein Feuer drin. Und habe dann gemerkt, dass die meisten sich immer nur auf eine Sache fokussieren. Und ich war halt mehr dieser Makrokosmos. Ich habe so 200 Sportarten gemacht. Ich habe weiß nicht wie viele Jobs gemacht. Ich habe immer, für mich war dieser Forscherdrang und dieser Anfängergeist immer stark da. Das heißt, wenn ich was nicht können habe, ich habe so jedes Jahr immer so 3-4 neue Sportarten vorgenommen, einfach nur zu sehen, ja, wie fühle ich mich dabei? Und es ist immer wieder gut, einfach sich dann als Anfänger hinzustellen und sich, ah, scheiße, fühle ich mich jetzt blöd dabei an. Und das ist, wenn du den Körper schon recht gut beherrschen, möchte ich nicht sagen, aber sagst, ansteuern kannst, dann suchst du immer mehr Feinheiten, wo bist du noch nicht im Gleichgewicht, wo kann dir jemand noch aus dem Gleichgewicht rausholen. Und das eine ist halt körperlich und dann ist es für mich darum gegangen, okay, für wen mache ich das? Für wen will ich was beweisen oder wo will ich mit dem Ganzen hingehen? Und wo dieser Leistungsdruck eben losgelassen hat, war dann so diese Leere da, wo ich sage, okay, es gibt nichts mehr zu tun, als so zu sein. Und dann bist du mal so, ja, wie soll ich das formulieren? Bist einfach Gaga. Du hast keine Ziele mehr, es gibt keine Wünsche mehr, es gibt nichts mehr. Und für mich war dann, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt für die Körper, Geist, Seele-Ebene, körperlich habe ich das sehr ausgereizt. Dann bin ich ins Seelische reingegangen und Geistige und geschaut, okay, was ist noch möglich? Deswegen habe ich meine Diplomarbeit über Leistungssteuerung, Sport auch geschrieben und deswegen gesagt, okay, was ist mit dem Kopf alles möglich? Was kannst du dir alles vorstellen? Was kannst du wirklich umsetzen? Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt habe ich da die Seiten wieder ein bisschen extrem ausgeforscht. Dann habe ich gemerkt, okay, was ist aber seelisch noch da? Und habe gemerkt, dass ich nie so stark emotional war. Und das war halt, muss ich sagen, mein Glück, muss ich sagen, dass ich einfach diese Sachen, die ich gemacht habe, machen habe können, dass ich da nicht so emotional drin hänge. Und dann merkt, wenn du jetzt aber nur in diese extreme Meisterschaft gehst, dann, soll ich sagen, dann wird es schwierig für Menschen, sich noch mit dir anzubinden, wenn du einfach nur noch eine gerade Linie hast. Und das siehst du bei Leuten, die Mikrokosmik sind, die sagen, die machen nur eine Sache bis zur Perfektion und die wollen von anderen Sachen auch gar nichts wissen.
weil sie nur Meister sein wollen in einer Sache. Und das wird schon ein paar Leben dauern. Für mich ist die Definition Meisterschaft schon, ja, sehr zwiegespalten. Weil wenn ich sage, ich bin von etwas Meister, dann müsste ich behaupten, dass da ein Ende ist. Und es ist aber nie ein Ende. Erst wenn du in die Leere weitergehst, kommst du immer mehr in die Fülle und dann gibt es noch so viele Ebenen. Das heißt, für mich ist diese Definition von Meisterschaft nur, ich habe einen Teil geschafft. Das ist so wie beim Kampfsport. Du hast einen schwarzen Gürtel, ja, und die sagen Meister, oder wenn du den siebten schwarzen hast, dann Großmeister, aber sag, nein, eigentlich fängt das Training erst jetzt an. Du hast die Basics mal gelernt, jetzt hast du einen schwarzen Gürtel, jetzt fängt das richtige Training erst an. Und es wird halt nur für draußen gebraucht, damit dieser Respekt da ist. Mit schau, der hat was geleistet, der kann was. Und wenn du die normal verhaltest von Schüler, Lehrer, dann wird er dir auch was weitergeben. Wenn aber die Leute zu überheblich sind, dann ist ja klar, deswegen kommt dieses Hochachtungsvolle und mal bitte gib mir was in die Richtung, damit man die Hierarchien versteht, warum die da sind. Und so wird dann gemerkt, okay, was ist da alles möglich? Weil du trainierst eigentlich den Körper, damit du auch den Geist und die Seele mittrainierst. Und viele Leute bleiben aber auf einer Ebene hängen. Das sind zwar Top-Sportler, aber sind dafür emotional und seelisch, wie man bei uns sagt, ein Nockerpatzen. Das heißt, die sind nicht fähig, wirklich Beziehungen zu führen oder irgendwas. Und das ist eben, wo ich geschaut habe, wie kann ich das Ganze vereinen? Wie kann ich Körperübungen machen, um den Kampf aus den Zellen zu erlösen? Wie kann ich Körperübungen machen, um schneller Heilung zu erfahren? Und so habe ich dann einfach versucht, okay, was kann ich jetzt überall nehmen? Ich bin zu unterschiedlichen Lehrern gegangen, habe mir alle möglichen Methoden angeschaut und dann geschaut, okay, was ist das Effektivste? Und das dann ein paar Grund-Basics-Übungen gemacht, wo ich sage, okay, wenn du das verstehst, kann man weitergehen. Und dann intensiv Wochenende, kann man reden, intensiv Wochenende Seminare dann unterrichtet. Und da kann jetzt so alles Mögliche entstehen. Und du beschränkst dich aber nicht darauf, jetzt nur den Körper dann eben zu trainieren oder dann nur den Geist und zu gucken, was kommt seelisch hoch, sondern das, was du machst oder wie du mit den Menschen arbeitest, ist bewusst auf diese drei Elemente ausgelegt. Richtig? Ja, es hängt immer von dem Raum ab, der da ist. Das heißt, ich stelle mich nur noch zur Verfügung. Das heißt, ich habe jetzt kein fixes Konzept, wie etwas sein muss. Das, was in den Seminaren gleich bleibt, sind 20, 30%. Das ist meistens das Essen, das sind meistens eine Pausen und ein paar Basic-Übungen. Aber alles andere hängt immer von der Gruppe ab. Und es treffen sich dann immer die richtigen Leute mit den gleichen Themen. Es ist immer wieder sehr interessant zu sehen, wer sitzt wem gegenüber, wer hat die gleichen Themen. Und ich sage, mir ist es egal, was ich unterrichte, ich bin einfach nur da. Ich bin einfach der Raum, der einfach das dann dazu gibt, weil ich genau sofort die Information runterladen kann und dann die einfach bereitstellt und dann werden einfach unterschiedliche Übungen gemacht und dann können Leute eben schreien, heulen oder was auch immer gerade hochkommt. Und damit wird eben das Trauma aufgelöst, was im Körper irgendwann einmal entstanden ist. Jetzt haben wir ja gerade etwas in der Welt, was uns alle vereint. Also ich will mal die Verbindung reinbringen anstatt die Trennung. Und es könnte nicht unterschiedlicher laufen, von den Bewusstseinszuständen, wie die Menschen das, was gerade passiert und was ihnen gerade gespielt wird, wie sie das aufnehmen. Ich weiß nicht, was du für ein Klientel von Menschen hast, wie sie mit dem Weltgeschehen, dem Geopolitischen umgehen und das Ganze dann in ihrem Inneren empfinden, wie sie damit klarkommen. Das, was mein Wunsch ist, warum ich diese Arbeit mache, ist, dass ich halt gerne Menschen einen Impuls mitgeben möchte, um aus ihrem von außen schauen zu reflektieren, dass sie von innen gucken dürfen. Und dass sie mit der Selbstmeisterschaft, darum hat mich das auch so angesprochen, dass es nicht darum geht, einen Finger zu zeigen, guck mal, da ist das schlimm, da ist das schlecht, da ist das und Panik, sondern dass sie vielleicht innekehren, um im Inneren etwas zu reinigen, reparieren, was auch immer, um dann das Außen anders wahrnehmen zu können. Wie kann ich deine Arbeit da einordnen? Ist eine gute Frage. Einordnen schwierig, weil du nicht erfahren hast. Ich habe zwar mit dir ein paar Übungen einmal gezeigt, aber du warst doch bei keinem Wochenendseminar, das wird alles komplett anders.
Ich glaube, es ist da gut, mal zu wissen, wer ist überhaupt bereit für einen Impuls. Alles andere wirkt so oder so durch dein Sein. Und wenn man weiß, wie man Dinge verändern kann oder ermöglichen kann, dann, zum Beispiel, ich bin ein Veränderer. Es gibt so von der Psychologie gibt es so unterschiedliche Typen, wo du sagst, der eine ist ein Veränderer, der andere ist ein Verbesserer. Der eine ist ein Verschönerer und der andere ist ein Bewunderer. Und ich sehe halt überall von meiner Intuition, wo ist da eine Möglichkeit, wo kann man da was erleichtern. Wenn aber jemand der Verschönerer ist, der will keine Erleichterung. Der will es einfach nur schön haben. Das ist jemand in seiner Komfortzone. Und wenn du dem sagst, hey, so wär's besser, fühlt der sich belehrt und sagt, du bist ein Besserwisser. Der wird von dir nie was annehmen können. Und es gibt, glaube ich, keine Grundkonzepte. Du musst dir jedes Mal auf jeden Menschen neu reinspüren. Wir sind das noch nicht gewohnt. Wir sind so gewohnt, unsere Automatismen zu laufen. Und deswegen sage ich immer wieder das, was ich hören will. Und ich sage das, was die anderen reden sollen. Also sind durchgehend in Erwartungen drin, wie unsere Welt sein soll. Anstatt einmal wirklich nur zu schauen. Von wirklich nur so. Ja, schauen. Eigentlich gar nicht beobachten, weil schauen ist wieder was anderes. Es ist einfach nur schauen und du bist in einer ganz anderen Rolle drin, dass wenn ich wirklich schauen kann, kann ich wahrnehmen, was gerade gebraucht wird. Weil sonst geht es die meiste Zeit immer nur um mich. Es geht immer nur um uns. Aber Und das sind wir doch schon das erste Mal in der Trennung drin, weil es immer nur um uns geht. geht es nicht tatsächlich auch, wenn es mir gut geht? Dann, also wenn es mir gut geht, kann ich das entsprechend ausstrahlen. Dann kann ich auch geben mit einer vollen Batterie, sage ich mal, als wenn ich im Leid bin, in dieser Schwingung mich auch befinde und damit den Raum und auch die anderen Menschen, naja, berühre, infiziere, wie auch immer wir es formulieren wollen. Ist Hast es du auf nicht? jeden Fall recht. Die Sache ist nur die, solange du unbewusst noch im Wollen bist, drückst du unbewusst jedes Mal dein Wollen auf dein Gegenüber, ob du es willst oder nicht. Und deswegen hast du so Menschen, wo du gerne in deren Energie fällst, bist du so, da lehnst du dich erst dran und du kannst genießen. Und bei anderen Leuten spürst du sofort, der ist aber voller Spannung, mit dem möchte ich jetzt gar nicht reden. Und das eine ist halt die innere Arbeit. Und ich glaube, desto mehr du diese innere Arbeit dann machst, desto leichter wird es dann im Außen, dann brauchst du im Außen nicht mehr so viel tun. Und das ist auch, wenn du wieder Richtung asiatische Lehre gehst, wo weh ist tun im Nicht-Tun. Und da ist einfach ein minimaler Input, maximaler Output. Und das sind aber Sachen, die der Körper erst erfahren muss, weil bei uns heißt es immer nur Vollgas. Das Europäische ist so stark. Es geht immer nur um Leisten, Leisten, Leisten. Und deswegen wird dann die anderen Ebenen komplett vergessen. Es ist aber Asien nicht unbedingt besser. Die Philosophie kommt aus Asien, aber wie sie drüben leben, ist wieder was anderes. Na, das sind nachher in Japan, siehst du die Leute in der Metro drin mit zu Augen, und wo ich das erste Mal drüben war, denke ich mir, boah, meditieren die? Ich sag, na, die haben 4 Jobs am Tag, die sind fertig Die quasi. sind müde. Das ist die höchste Suizidrate. Aber es ist halt wieder genau das, was macht der Geist? Das ist immer wieder, für mich ist das es. Ich muss sagen, ich liebe den Geist schon sehr. Der ist schon sehr lustig. Und ich schaue mir gern alle möglichen Konzepte, alle möglichen Ausreden an, die er macht. Und deswegen war für mich dann das so, okay, ich bin zwar Autodidakt, das heißt, ich komme zu 80% auf die Sachen hin. Und dann erst beim Unterrichten und die Fragen von den Schülern kommst du wieder in eine größere Tiefe rein. Das heißt, da spricht nicht mehr ich, der Alexander, sondern da spricht die Quelle dann einfach durch. Und so wird das Puzzle immer größer. Und das ist das Schöne durch diesen Austausch. Und deswegen brauchst du, ich sag mal, bei unserer Gesellschaft ist es sehr von Vorteil, wenn du einen Partner hast, mit dem du auf allen Ebenen austauschen kannst. Weil es der schnellste Weg ist nachher für dich. Weil überall, wo wir uns zurückziehen, ja, jetzt brauche ich ja Ruhe, meine Leute gehen mir auf die Nerven. Ja, das heißt, dass du eigentlich keine Energie hast. Das zeigt dir, ich kann mit dem, was gerade ist, nicht umgehen. Das heißt, du kannst nicht regenerieren. Du kannst dich nicht immunisieren dagegen. Und das heißt, desto mehr Druck kommt, desto mehr wollen die Leute davonlaufen. Das ganze Mal, weil entweder mal Kampf oder Flucht. Und das sieht man halt jetzt in der Gesellschaft auch ganz stark, dass die meisten einfach ausfahren, weil es ihnen zu blöd ist.
Also ich habe das schon vor 9 Jahren angefangen. Ich bin vor 9 Jahren vor Reisen angefangen, weil okay, na, das ist die falsche Gesellschaft, wo ich lebe. Und entweder finde ich einen Platz oder kreiere es mir. Und ich habe überall unterschiedliche Kulturen angeschaut, ich war in circa 50 Ländern. Und dann immer wieder gemerkt, okay, das eine ist, wenn du wohin Urlaub fährst, und dann ist aber, wie ist es, wenn du wo lebst? Das sind wieder zwei Paar Schuhe, was die Leute vergessen. Und die Leute glauben auch, dass Reisen Urlaub ist. Ich habe keine Ahnung von Reisen. Weil das ist Urlaub ist, 2 Wochen irgendwo hinzulegen und nichts tun. Und Reisen ist wirklich jedes Mal eine andere Kultur, andere Sprache, anderes Essen, anderes Klima. Nicht wissen, wohin, nicht wissen, wie es weitergeht. Und da kommst du in diesen Abenteuergeist rein. Gut, aber den Abenteuergeist, das auszuleben, können wir ja gerade alle global nicht so richtig, wenn wir auf einer bestimmten Bewusstseinsebene sind. Und auch das, was uns ja über, sagen wir mal, die Qualitätsmedien zugespielt wird, in unseren Geist lassen und für bare Münze nehmen. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen jetzt gerade Impulse gebrauchen können, wie sie eben wegkommen aus der Angst, die ja, mit der ja gespielt wird, ja, die ist ja ein Instrument, ist ja ein Machtinstrument. Und dann eben über dieses sich selbst erkennen, das selber heilen, den Mut wieder fassen, denn wir wollten über Mut und Zuversicht auch sprechen und eben nicht auswandern müssen und weglaufen in irgendein Land, sondern da ihren Platz leben können, wo sie eigentlich schon immer dachten, dass es ihr Platz ist. Ich finde, dass die Zeit, die wir gerade haben, in dem Sinne nichts Neues ist. Also, obwohl es für viele halt Schock und Trauma jetzt intensiver worden ist, aber überlegen wir eigentlich, ich habe vor 10 Jahren schon die gleichen Sachen geschrieben wie jetzt. Also, das hat sich so gesehen nichts verändert. Das wird nur im Außen jetzt sichtbar. Und wenn man so zurückschaut für alle, die da auf dem Weg sind, ja, dieser Kampf gegen dieses alte System ist schon so lang und alle haben immer geschrien nach Veränderung, Veränderung, Veränderung. Und jetzt kommt sie und jetzt will sie keiner. Für mich geht es dann einfach genau darum, okay, wo sind wir immer noch im Wollen anstatt wirklich im Handeln? Weil wir, so wie du gesagt hast, du wartest auf niemanden, der jetzt kommt und es erlöst, sondern es geht ihm wirklich ums Tun. Ja, eben, da ist es genauso, jetzt ist der Druck von außen ist so groß oder der Zwang. Und wir haben im Leben eigentlich immer Zwang von außen. 95% würde ich sagen, ist der Zwang, der in unserem Leben schon von der Kindheit wegkommt, immer von außen. Und 5% zwingst du selber. Und zwingen ist eigentlich nichts Schlechtes. Zwingen heißt ja nur, dass ich da jetzt zumache. Wenn jetzt aber irgendwas, jetzt ein Werkstück festhalten muss, nämlich erzwinge, damit ihr das bearbeiten kann. Und das ist einfach nur ein Fokus auf eine gewisse Sache. Und es bringt mich in eine neue Richtung. Und da kann man sich selbst fragen, ah, wo will ich mich nicht zwingen lassen, weil ich noch so viel Widerstand habe von meiner Kindheit? Und wie kann ich diesen Kampf von mir in mir erlösen, weil der Kampf, der uns ist, der macht uns krank. Weil, nicht weil es da jetzt da draußen irgendwas ist, sondern eigentlich, weil du das mit dir machen lässt. Und das ist eben, du hast dann keinen Mut mehr, du siehst, alle lassen das mit sich machen, obwohl eigentlich auch viel größere Gegenbewegung ist, als gezeigt wird, ist ja klar. Und um jetzt zum Beispiel Demonstrationen herzunehmen, ich glaube, vor 6, 7 Jahren haben wir Friedensdemonstrationen gehabt, jeden Montag. Und ihr wusst, das wird nicht lang dauern, weil desto mehr Leute geworden sind in ganz Europa, ja, was machst du? Du erzeugst wieder eine Gegenbewegung, damit das wieder das Gleiche machen sie jetzt. Das macht etwas gegen die Regierung, ja, dann wird die Regierung aber Statisten einschalten, um wieder Gegenbewegung zu machen. Das ist immer das gleiche Spiel. Und für mich war es darum, wenn jemand alles hat, was er für sich, für sein glückliches Leben braucht, dann wird er keine Verbindung mehr suchen. Sagen wir, du hast jetzt Geld, du hast deine Kinder, du hast deinen Wohnsitz, du hast alles frei zur Verfügung, du bist reich innen und außen. Und dann lebst du für dich allein, du brauchst niemanden mehr. Jetzt ist aber so, die größte Masse ist in der Mangel. Mangel von Reisen, Mangel von Freiheit, Mangel von was auch immer.
Und deswegen kommt diese Suche wieder ganz stark, hey, wir müssen zusammenkommen. Oder wie früher in die 70er Jahre, die Peace Love Generation, es muss immer zuerst Krieg sein, damit dann die Leute es wieder an einen Frieden denken. Und sonst ist ein Dauerkrieg, den wir trotzdem durchgehend gehabt haben, der fällt ihnen gar nicht mehr auf. Das ist ja die Perversion von unserer Gewalt, die wir gar nicht wahrnehmen. Es hat bei mir schon angefangen, glaube ich, mit, ja, von, braucht man nur schauen, wie die Comics sind. Oder wie früher Lego war, oder Tom und Jerry. Es waren meistens bei den Sachen früher noch ein Happy End. Später, wenn Happy End war, hast du das Kind gar nicht schauen wollen, wenn es brutal war. Du wolltest immer diesen Reiz haben. Es muss irgendwas passieren. Jetzt siehst du schon Lego-Figuren mit Blut drauf. Also, was passiert da gerade? Also, wir gehen in eine sehr extreme Richtung, aber ich glaube, es braucht genau diese extreme Richtung, dass wir wirklich alle als Menschenfamilie zusammenkommen. Weil sonst, wenn du einfach für die ja eh alles hast, dann interessiert dich niemand mehr. Deswegen kann ich mir diese beiden Gegenpole ganz genau anschauen, warum passiert gerade was in der Welt, in welchem Land passiert was. Und ja, es wird, ich glaube, immer zurückgehen zum Mut, was der andere spricht, Genau. war, es gibt immer eine Lösung. Und ich glaube, das muss uns allen bewusst werden, egal was für ein Problem wir erschaffen, die Lösung ist schon längst da. Wir sind in der Dualität, also wie kann die Lösung nicht da sein? Geht gar nicht anders. Die Sache ist nur, auf was richtest du deine Aufmerksamkeit? Und bei mir war in Facebook, ich habe immer sehr polarisierend geschrieben und da Sachen gepostet. Nicht, weil ich es brauche, sondern zur Unterhaltung. Weil sonst, wenn du nichts mehr zu tun hast, dann hast du aber keine Anbindung mehr mit gar keinem Menschen mehr. Und deswegen musst du polarisierend irgendwas schreiben, dass du wenigstens dann irgendwann einen Kontakt hast mit Leuten. Oder sage ich was extrem geschrieben, um sie dann wieder in Frieden zu bekommen. Also ich habe damals, wo das mit der Gretel angefangen hat, sie über 200 Facebook-Freunde verloren, weil sie lachen haben müssen über die ganze Scharlatanerie, die da gemacht wird. Und ich sage, wenn du Medien verstehst, und ich bin aber der Typ, der sich sehr mit Politik auseinandersetzt, aber ich mich einfach mit dem Leben auseinandergesetzt. Und ich habe einfach gesehen, diese ganzen Verbindungen, das ist eben so diese Puzzlestücke dann. Und das war immer so, ja, von überall einfach den Teilen und sagen, okay, was macht jetzt am meisten Sinn? Oder was ist das nächste, was ist der Zeitgeist? Was wird als nächstes kommen? Oder schaust du alte Filme an von den 70er, 80er, 90er, wo sie genau das auch schon vorhergesagt haben. Das heißt, du bist dann nicht mehr so geschockt, weil du schon weißt, ich habe vor 2 Jahren die Sachen schon geschrieben, die dann sich, ja, realisiert haben. Habe ich das jetzt manifestiert? Na, das war schon geplant. Du kannst halt nur direkt ins Feld reingehen und merken, okay, was ist das, was auf uns zukommt und was lernen wir dadurch? Also es ist für mich so ein Reifeprozess für die ganze Menschheit, die da ist. Und es ist klar, dass die unangenehm ist. Reifen ist nie lustig. Das ist immer so, Reifen. Und ich bin ja in den letzten 3 Jahren in eine tiefere Reife reingekommen und sage, boah, ich habe ja über 20 Jahre ziemlich geiles Partyleben geführt und jetzt geht es um was anderes bei mir im Leben. Und die letzten 3, 4 Jahre mehr die Verwurzelung, weil ich bin seit 9 Jahren auf Reisen und sage, ah, ich brauche das nicht mehr. Es ist zwar noch lustig, irgendwo hinzureisen, Megalithbauten anschauen und so weiter, neue Kulturen erforschen, aber es geht jetzt in meinem Lebensprozess um was anderes. Und da sträubt sich das Ego natürlich auch komplett dagegen. Und ich glaube, gerade bei meinen Wochenendseminare, das, was passiert ist, wenn ich die Leute wieder erinnere, wer sie wirklich sind und was für Kraft sie haben, können sie den Mut nehmen für das, was gerade ansteht. Und da haben wir halt einige Übungen, um zu sehen, ja, bist du wirklich bereit, aus deinem Drama auszusteigen? Was für einen Gewinn hast du noch von deinem Drama? Und ich habe halt gemerkt, ich habe mir diesen Mut über den Sport geholt und bin da über alle Ängste drüber gegangen. Und dann hast du, okay, jetzt bist du so mutig, dass du vielleicht von 3, 4 Meter wo runterspringst und dann traust du dir keine Frau ansprechen. Und als Beispiel. Und dann merkst du, ja, wir haben bei gewissen Dingen, die uns einfach fallen, das sind einfach normal, weil wir es am längsten praktiziert haben. Dafür stellen wir uns bei anderen Sachen, die eigentlich auch so einfach wären, komplett deppert an. Und da ist einfach zum Schauen, okay, wo habe ich eigentlich einen Mut und wie kann ich den auf die andere Ebene verteilen,
dass ich da, wo ich mich noch als Anfänger oder als Idiot oder was auch immer fühle, das umwandle, dass ich das genauso gut meister. Und die Zuversicht, dass es dann gut wird, ist das dann Zuversicht wollen? ist Erfahrung. Okay, weil ich Weil würde. ich kann ja nur Zuversicht sein, wenn ich schon einmal was erfahren habe. Ah, ich weiß, das wird sich eh wieder lösen. Ich weiß, jeder Mensch hat eigentlich immer das Beste vor. Dieses Ausdruck ist etwas anders. Aber die Intention eigentlich ist, egal auf welcher Trennungsseite du hinschaust, beide glauben sie tun was Gutes. Sind aber in einer Trennung. Wir können in keine Verbindung kommen. Wenn wir dann aber das Wollen nochmal mit reinnehmen oder manifestieren, ich habe unlängst da auch von dir einen Text zugelesen, dass eben in dem Manifestieren das Wollen noch drin ist und das Wollen hat ja wieder so eine Zwangshandlung, will ich nicht sagen, aber da ist eben der Druck dahinter. Wie funktioniert es dann aber geschmeidig oder aus deiner Perspektive, sich die Welt zu erschaffen, so dass man dieses Gefühl der, ja, ich bin angekommen oder dieses Gefühl von, ja, das ist genau gut so, wie es ist, dann auch fühlen kann. Das sind jetzt mehrere unterschiedliche Themen, ankommen und manifestieren. Du kannst ja mal darauf einhaken, wo es bei dir sofort hakt. Das erzählt ja auch was über dich. Wir dürfen ja auch reinspüren in dich. Wenn du angekommen bist, gibt es keinen Grund mehr, irgendwas zu manifestieren. Du bist. Und da gibt es nichts zu tun, außer zu sein. Aber Aber dahin zu kommen, das ist ja erstmal der Schritt. Also es gibt ja eine Idee, eine Vorstellung von, wie sich angekommen anfühlen könnte. Also so ein Geschmäckle. Bei mir zum Beispiel ist das so. Ich habe einen Geschmack davon, wie sich, ich bin da und wie sich nur sein anfühlt. Das ist, ich kann das bestätigen. Dann, da gibt es keine Idee mehr von, ich muss das produzieren oder ich muss das noch erreichen oder ich will haben oder so. Nö, einfach nur, ach, es ist einfach alles schön. Diesen Status aber zu halten oder auch durch turbulente Zeiten immer wieder dann auch erspüren zu dürfen, das ist ja nicht so einfach. Also zumindest geht mir das so. Und manche haben diesen Geschmack noch gar nicht bekommen, haben nur davon gehört. Und machen sich auf die ersten zarten Schritte und möchten dahin. Was rätst du ihnen als Bewusstseinscoach? ah. War Es ist das? schwierig, Wörter zu verwenden für solche Ich Zustände. weiß, manchmal kann man, ja. Das Problem ist, dass unsere Sprache begrenzt ist. Die Sprache ist sehr limitiert, vor allem wenn du jetzt nur die Wörter als Sprache benennst. Deswegen versuche ich einfach immer wieder dieses Feld herzuholen, dass du es wahrnehmen kannst. Weil jedes Mal, wenn ich wieder reden anfange, würde dieses Feld, was ich bin, wieder zerstören. In dem Sinn verwende ich meine Sprache nur, um Frequenzen auszudehnen. Und Bewusstseinszustände zu erhöhen, um es auszudehnen. Ist eigentlich egal, was ich sage. In dem Sinne brauche ich mich nur, während ich spreche, in einen anderen Bewusstseinszustand reinbegeben, um diese Frequenz auszustrahlen. Reden tue ich nur, um einen Geist abzulenken, damit das andere dann im Hintergrund wirken kann. Also, sobald ich in diesen Zustand gehe, könnte ich nur noch lachen oder leer werden, je nachdem. Und jetzt gleichzeitig versuche ich das jetzt in Wörter zu übersetzen, wie man das hinkommt. Ist nicht so einfach. Also ich ich kann es versuche fühlen, ich kann es fühlen, aber dann denken die Zuschauer, wir sind komplett gaga, wenn wir jetzt beide hier lachend sitzen. Ich weiß nicht, ob meine Mithörer hier es auch wahrnehmen können, aber es wäre schön, wenn wir eine Hand reichen können. Jetzt muss ich wieder da raus, sonst fange ich nur lachen an. Wie man dorthin kommt.
Man kann pauschal überhaupt nicht sagen, wie man Richtung Identifikationsablösung hinkommt, weil jeder einen anderen Weg hat. Was ich mache, ist meistens, ich stelle Räume zur Verfügung. Das heißt, ich projiziere einen Raum vor mich hin oder ein Feld und wenn die Person bereit ist, kann er andocken und kann das dann eben erfahren. Und ich habe einmal Meditation in Deutschland kurz angeleitet und nach den ersten 2 Minuten ist die Nachbarin, die dann neben mir gesessen ist, rein in mein Feld gegangen und hat dann eine halbe Stunde einen Lachkrampf bekommen. Dann hat die ganze Gruppe mal einen Lachkrampf bekommen, bis auf, was weiß ich, war vielleicht 15 Leute gelacht haben und 7, 8 Leute wollten nicht mitlachen. Ja, warum? Weil der Geist verstehen will. Und warum lachen die Leute so blöd? Jetzt hat er nur gelacht, ich will ja was erreichen, ich will jetzt von ihm was lernen. Und merkst du, dass das im ganzen Hirnschiss, der im Unterbewusstsein noch am Laufen ist, weil eben so viel Druck da ist. Und ich habe das bei einer Vipassana bei mir mal gemerkt. Vipassana ist eine Schweigemeditation, wo man 10 Tage eben nur auf die Atmung schaut und von 5 in der Früh bis 9 auf Nacht durch meditiert, immer wieder Stunden und Pausen hat. Und ich habe mir gedacht, ah, mit welcher Intention gehe ich jetzt in die 10 Tage und was werde ich machen? Mache ich immer meine eigenen Sachen oder werde ich nur wirklich nur dem folgen? Und habe so am zweiten Tag gemerkt, warum habe ich überhaupt eine Intention? Warum will ich mich jetzt irgendwo anstrengen? Warum will ich irgendwas erreichen? Und bin dann automatisch in diesen Zustand reinkommen, wie der Paluda Bär, wo du komplett in deiner Gemütlichkeit bist, wo es einfach wirklich, ja, diese eine innere Glückseligkeit dann hast. Und dann ist egal, ob du richtig oder falsch, wie oder was du machst, weil das innen einfach da ist. Und da brauchen Leute vielleicht 20er Meditation, manche brauchen ein 2-Tage-Seminar. Es ist so das Problem vom Geist, dass er immer wieder glaubt, ich muss jetzt irgendwas Spezielles machen, damit ich wieder was Besonderes bin. Ich muss jetzt immer wieder einen Nein-Kick haben, damit ich weiß, ich bin am richtigen Weg. Und das haltet uns vom Leben ab. Bei Jetzt mir war das so, wie ich aufgehört habe mit dem Leistungssport, haben wir gedacht, warum soll ich jetzt jeden Tag zwischen 3 und 6 Stunden trainieren? Für was? Ach, Reh ist im Wald, geht an ins Fitnessstudio und schaut geil aus. Warum soll ich zusätzlich noch weiter trainieren? Und ich habe damals vor über 7, 8 Jahren, länger schon 9 Jahre zum Trainieren aufgehört und mein Körper ist immer noch gleich. Merkst zwar konditionell, aber alle anderen Kraftgeschichten sind immer noch da, weil ich sage, okay, der Körper erhaltet sich das. Warum soll er abbauen? Von wem habe ich das Muster übernommen, dass der Körper abbauen und sterben muss? Also es sind einfach, ich sehe das draußen alles als Angebote. Und finde gerade das Bild passt dazu, weil alles also, ich muss gerade mit Nico reden. Ja, genau. All diese Augen, all diese Dinge, die da sind, sind so, es flutet alles auf die ein. Und die Frage ist, was machst du wirklich zu deinem? Und wir sind so gewohnt, dass wir jeden Gedanken, jede Emotion zu uns machen und glauben, dass das wir sind. Und was ist, wenn 99% von dem, was du glaubst, gar nicht du bist? Was ist, wenn du nur 1% bist? Was ist, wenn du einfach nur dieser Kanal bist? Und was ist, wenn du genau Krankheiten, Emotionen in einer Minute lösen kannst? Warum wirst du noch so viel Recht haben auf deine Gedanken und Emotionen? Also ich glaube, das ist einmal eines der ersten Dinge, die man verstehen sollte, damit man wirklich in eine größere, weitere Tiefe reinkommt. Weil sonst wirst du schwierig in irgendeine Leerzustände oder irgendwas kommen, wenn du noch in diesem Kampf, in diesem Wollen, diesen Erreichen wollen da ist. Und bei mir war das sehr stark, weil ich war im Leistungssport. Ich wollte immer schneller, weiter, höher. Ich war in diesem ganzen Kampf stark drin. Und dann habe ich erst gemerkt, ja, aber das führt zu nichts. Du bist in einem Hamsterrad. Du wiederholst immer das Gleiche. Du kommst gar nicht wirklich in eine Veränderung. Die Leute glauben, sie verändern was, sie tun überhaupt nichts. Veränderung ist etwas Neues, was du gar nicht beschreiben kannst. Alles andere ist nur etwas hinzufügen, aber trotzdem gleich machen. Du hast zwei wichtige Sachen für mich gesagt. Das eine war mit der Frage nach dem Muster.
So, von wem habe ich das? Für wen will ich noch den Kampf kämpfen? Oder woher kenne ich das Gefühl mit dem Kämpfen wollen? Oder was auch immer wir für Prägungen und Muster und Sätze mitbringen. Da machst du, glaube ich, auch auf deinen Seminaren am ersten Tag immer diese Clearings. Böses englisches Wort. Also, es geht darum, das dann zu benennen, was da hochkommt. Nicht die Angst zu haben, Dinge auszusprechen, sondern bewusst auch Sätze auszusprechen, vor denen man sich eigentlich fürchtet, also das Erkennen der Thematik. Und dann wird es im Grunde nur ausgeatmet bei dir. Ja, also es macht, ich habe mir viele Seminare von dir angesehen und wir haben ja auch einmal kurz gearbeitet miteinander, nur am Telefon. Es wird einfach ausgeatmet. Ist das denn so leicht? Ja. Gut. Es ist wirklich leicht. Die Frage ist halt immer wieder, der Mensch ist so süchtig nach Emotionen und Gefühlen und Gedanken. Und ich habe das gemerkt, wo ich vor 8, 9 Jahren, glaube ich, Lichtnahrung gemacht habe für einen Monat. Da habe ich einen Monat nichts gegessen, nichts getrunken und habe dann auch unterrichtet, bin mit dem Auto gefahren. Und dann merkt, okay, nach 3,5 Wochen, okay, jetzt ich muss eh langsam aufhören, weil ich bin 2 Wochen später eben eine intensive Veranstaltung gehabt, wo ich gewusst habe, da habe ich keine Zeit, meine Übungen zu machen. Und habe gesagt, okay, jetzt kaufe ich mir eine Packung Trauben, weil ich kann ja trotzdem unterschiedliche Zustände reingehen. Und das war wie ein Orgasmus im Mund, wenn du über 3,5 Wochen nichts isst, nichts trinkst, auf einmal Trauben schmeckst. So, what the heck? Und dann habe ich die ganze Packung weggessen. Also warum isst ihr? Ich habe doch gar keinen Hunger. Ja, weil wir so süchtig nach diesen Gefühlen sind zu. Und bevor ihr gegessen habt, die 3 Wochen, bist du einfach in einem leeren Zustand. Bist so neutral und du bist so in diesem, ja, Beobachten. Heiler Freund hat zu mir gesagt, Alex, du bist so asozial, weil ich bin mit dem in Graz essen gegangen, der isst und ich schaue zu. Und lo, ich genieße mit, dass du das isst. Ich erfreue mich an deinem Gefühl, aber ich brauche halt nichts. Und jetzt bin ich kurz abgewichen. Der Eben genau dieser Neutralität. Es ist so, wir haben Angst, dass uns fad wird. Ich war einer Freundin geraten, man macht bitte mal eine Vipassana. Und sie, na, ich könnte irgendwas verpassen im Leben. Und ich denke mal, na, ihr verpasst sowieso durchgehend das Leben, weil du bist im Automatismus, du hast von Leben gar keine Ahnung. Und Also brauchen wir diese Dramen und diese Mustersätze auch ein Stück weit, um uns zu nähren damit? Oder es was ist ist Nahrung. das Fazit? Also in dem Sinn ist alles Nahrung, was wir haben. Jeder Gedanke, alles nehmen wir auf. Und desto weniger du brauchst, desto weniger Info brauchst du und desto leichter wird es einfach. Das heißt, du, wie soll ich sagen, du kannst es wahrnehmen wie ein reines Wasser. Oder besser noch eine Stadt. Eine Stadt, die sehr sauber ist, verschmutzt sich nicht so schnell wie irgendein Bereich, wo viel Müll liegt. Das war diese Chaos-Theorie. Wenn jemand viel verdreckt, kommt da immer mehr dazu. Und das ist so das Ähnliche. Wenn du immer gewohnt bist, auf Dauer Gas zu sein, dann ist für die das Schlimmste zu bremsen. Und ich habe das gemerkt, ich war 1,5 Jahre durch auf Reisen, bin zurückgekommen nach Österreich. Und habe mich nicht mehr beruhigen können. Ich immer so, hey, eigentlich bin ich ruhig, was ist da los? Und habe gemerkt, wie meine Frequenz aber so. Also, okay, wie komme ich da jetzt wieder runter, dass ich reinkomme? Ist ja klar, wenn deine Seelenanteile noch in 10 andere Länder ist, wo du Verbindungen geknüpft hast, wo Emotionen noch im Spiel sind, wo es noch um irgendwas geht, ja, dann kannst du nie komplett bei dir sein. Und aber ihr könnt eine Übung ausprobieren, alles sagt, probiert es einmal 1 Woche lang. Egal welcher Gedanke, der hochkommt, sagst du, ja, mein Gedanke ist eine Lüge. Okay. Weil, und das auf einmal ausprobieren, für alles, was hochkommt, vor allem, wenn ihr jetzt irgendein Thema habt in der Woche, so eine Emotion, sagst du, ist eine Lüge. Und ihr werdet merken, wie hart das dann ist, jetzt nicht zu reagieren, weil seid ihr gerade wütend, jetzt wollt ihr mal die Wut vielleicht irgendwo rauslassen, die sich so lange aufgestaut hat, und dann sagst du, na, ist eine Lüge. Wenn du jetzt echt merken, so wow, wie sehr wollen wir Recht haben? Wie sehr wollen wir Recht haben auf das Gefühl, aber ich spüre das ja, Mann, und
spüren kannst du alles, wahrnehmen kannst du alles. Aber die Frage ist eher, warum willst du das unbedingt wahrnehmen? Und das ist ja gerade bei Heiltherapeuten der Fall, die sich dann immer wieder mit den Feldern verbinden und dann selbst stark krank werden, weil sie dann im Feld noch drin hängen, obwohl es gar nicht ihr ist. Also ich habe Krankheiten, Probleme bei Leuten gehabt, indem sie in einer Minute ihren Schmerz weggeatmet haben, den sie über 10 Jahre gehabt haben. Und das ist immer wieder wie ein Schallplatten. Wir gravieren das rein. Und dann ist es Gewohnheit und dann ist es schwierig. Aber was heißt denn deswegen, nur weil ich eine Krankheit 10 Jahre habe, dass ich ihn trotzdem in einer Sekunde auflösen kann? Also die Möglichkeiten sind alle da. Das Problem ist nur, wir können es uns nicht vorstellen. Und alles, was neu ist, ist aber gefährlich. Und deswegen gehe ich dann wieder zurück auf ein gewohntes Muster, auf eine gewohnte Krankheit, weil ich will keine Veränderung. Und bei mir, also ich mache eigentlich schon länger nicht mehr so viele Behandlungen, ich gebe das alles in mein Team über. Das sind so diese Grundfragen, aber was ist der Gewinn von deinem Problem? Wem dienst du damit? Gehört das überhaupt dir? Und wie schaut dein Leben aus, wenn du es nicht mehr hast? Und dann frage ich noch die Prozente, wie viel Prozent du für das halt jetzt bereit bist. Und dann wirst du sofort merken, ja, was wirklich dahinter steht. Und das hat dann eine ganz neue Tiefe. Das heißt, ich muss nichts wegtun. Ich habe mal ein Problem gehabt und habe dann gefragt, bin ich bereit, das jetzt zu ändern? Und dann ist Nein gekommen. So, was? Der Geist will verändern. So, nein. Ich meine, okay, wenn es heute nicht so weit ist, dann frage ich halt morgen wieder. Oder was ist da noch zu lernen? Gibt es überhaupt was zu lernen? Das heißt, ich bin von all diesen fixen Mustern komplett weggegangen, damit ich wirklich dahinter gehen kann. Weil sonst kann ich wieder nur irgendwas nachkommen, was schon irgendjemand einmal gesagt hat. Dann komme ich wieder nicht weiter. Ja, das wäre auch der zweite Punkt, den ich noch hatte, dass du sagst, 99% sind nicht meine Gedanken oder deine, ihre, wie auch immer. Woran kann ich aber dann feststellen, welches mein dann vielleicht das eine Prozent ist? Was habe ich mir nur angenommen aus irgendeinem Feld und was gehört tatsächlich dann zu mir? Wie kann ich dann differenzieren? Also ich glaube mal, dass über 90% nicht einmal denken, weil Denken ein ganz eigener Mechanismus ist. Leute nachdenken. Nach, deswegen bist du hinten nach, deswegen hast du Nachdenken. Du denkst immer nur die Vergangenheit. Wirkliches Denken wäre eigentlich, wenn neue Sachen kommen. Und damit neue Sachen Platz haben, musst du zuerst einmal leer werden. Ich glaube, bei meiner ersten Vipassana, die ich gemacht habe, wollte ich nur noch schreiben, 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 weil du so viele geile Gedanken hast. Also wirklich Denken sind geile Gedanken. Alles andere ist Vergangenheitsdenken. Und überleg dir, wie viele geile Gedanken du am Tag hast, die dich inspirieren, die dich weiterbringen. Sehr wenig, aber weil wir die ganze Zeit im Nachdenken sind. Und das ist das Problem. Man muss einmal zuerst diesen Denkapparat neu schulen, damit die wirklich weiß. Und wenn du fragst, ja, was sind deine Gedanken? Ja, wer ist denn der Denker? Oder gehen wir schon wieder in eine ganz andere Ebene rein? Wer beobachtet den Denker? Wer denkt den Gedanken, wenn er schon 4 Sekunden vorher da ist und so weiter? Also da wird man in ganz andere Ebene reingehen. Jetzt kann man ein bisschen überfordert werden. Ihr könnt immer wieder mal nachfragen, egal ob ihr jetzt im Bus, im Zug sitzt, mit Leuten, wem gehört das Gefühl, was ihr gerade wahrnehmt? Oder warum denke ich gerade das? Und einfach denen mal spielerisch nachgehen. Und so wird man dann immer mehr drauf kommen, das bin gerade nicht ich, ich bin jetzt gerade ein Spiegel. Und das ist zum Beispiel, wenn ich mit Leuten arbeite oder gerade im Seminar, ich sage, hey, ich bin jetzt da, um das Arschloch zu sein. Ich bin jetzt einfach nur da, um alles aufzuzeigen, was da im Feld ist. Ihr könnt es mir hassen, es ist mir scheißegal, ich bin einfach nur da, um meine Arbeit zu machen. Das hat halt mit mir als Mensch nichts zu tun, weil ich bin außerhalb wieder ein anderer Mensch. Und das ist, glaube ich, wenn man sich immer wieder klar machen muss, sobald man in Austausch geht, dass man immer wieder diese Felder triggert. Also ich docke wo an und ich merke, ah, da ist der Mangelthema, dann werde ich irgendein Wort sagen, wo du ärgerst. Oder irgendein Schimpfwort, weil du auf das immer noch Wertung hast. Und das hat mit mir als Mensch nichts zu tun, sondern ich sage dir nur auf, hey, das ist gerade deins. Und das kannst du aber nur mit Leuten machen, die bereit sind, dorthin zu schauen. Weil sonst bist du wirklich für den anderen einfach nur Arschloch. Und dann wärst eine tiefere Bindung oder Heilung irgendwie erfahren für den, weil der ist gar nicht bereit, dorthin zu schauen, dass es vielleicht mit ihm zu tun hat. Das ist so wie das billigste Resonanzgesetz. Wenn du das halt noch nicht verstanden hast, dann ist es halt schwierig, in die Richtung weiterzuarbeiten.
Also ist ja eigentlich für uns den Mut zu haben, zur Selbstmeisterschaft zu gehen, das A und O, weil sonst wir brauchen uns nicht da draußen aufhalten, ja? Also wir brauchen nicht schauen, so wie ich eingehend sagte, da und da den Fingerzeig, sondern es geht eigentlich eher darum, den Mut zu haben, sich selbst zu reflektieren, sich selbst anzuschauen, um dann irgendwann da zu sitzen und zu sagen, ich brauche nichts mehr, um das so als finalen Schlusspunkt vielleicht auch für unser Gespräch zu bringen. Denn am Ende geht es darum, dass wir mit dem Grinsen da sitzen, ja? Ja, oder auch nicht. Also für mich schon. Ja, aber selbst dieses Grinsen wollen ist ja wieder Verlangen. Ist ja Ui, wieder wollen. ui. Ja, aber es fühlt sich gut an. Ja, solange da halt noch diese Anhaftung an einem schönen Gefühl ist, bist du wieder weg vom Leben. Dann willst du wieder nur das Schöne. Und dann kannst du das Leben gar nicht wirklich greifen. Dann machst du da Illusionsblasen. Das ist dann Erwartung und Erwartung macht immer Enttäuschung. Diese innere Glückseligkeit hat mit dem Außen nichts zu tun. Egal, ob es jetzt regnet, schneit, friert, ein Bomben neben dir hochgeht. Du wirst zwar kurzzeitig reagieren, aber du wirst immer wieder schneller in diesen Urzustand zurückkommen. Und das ist eben, desto mehr sich die Identifikation ablöst. Und da gibt es halt unterschiedliche Methoden dazu. Sag doch schnell noch für unsere Zuschauer, es gibt eine Homepage von dir, die ich dann auch verlinken kann. Und hast du noch einen Tipp vielleicht, was es nachzulesen gibt von dir? Wo kann man sich anschließen, wenn man möchte, so dass die Also wir neugierig haben geworden jetzt sind, dich auch finden? wir haben eben eine Telegram-Gruppe mit The Force in You jetzt gerade gemacht und sowieso in Facebook auch mit The Force in You und eben YouTube, der Krake. Und habe auf meiner alten Homepage schon einige Texte. Ich werde jetzt die Bücher, die ich schon jahrelang anstehen, endlich fertig machen. Sehr gut. Und das war ein so ein Thema, wenn es für die dann nichts mehr gibt, also warum soll ich noch Bücher schreiben? Ja, es muss immer von außen kommen, nachher, ah, jetzt macht das fertig, ja, okay. Aber für die selber gibt es dann in dem Moment dann nichts mehr zu tun. Aber Und was ist es nicht auch, um es mit der Welt zu teilen? Also, es wäre ja sonst auch ein ja. bisschen egoistisch vielleicht, oder zu sagen, Wenn es dieses Ego in dem Moment nicht mehr gibt, der noch irgendwas braucht, kann er nur handeln, indem es von außen gebraucht wird, was er dient. Auf uns sich selber ist dann nichts mehr. Und ich bin zum Beispiel, wenn man Human Design reingeht, ich bin ein Projektor. Das heißt, ich muss immer eingeladen werden, dass ich irgendwo hingehe oder was tue. Von mir selber wird es nichts bringen. Ich habe früher nur getan, 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 gemerkt, es funktioniert nicht. Erst wenn die Leute bereit waren, dann kann ich das Wissen weitergeben. Und ich habe mir jetzt überlegt, so was möchte ich, wenn wir gerade beim Weitergeben sind, was möchte ich da draußen weitergeben? Und das ist auch eine schwierige Frage, weil jeder braucht gerade in dem Moment was anderes. Ja. Ich glaube, eines der wichtigsten Sachen ist einfach mal das Mitgefühl zu haben für jeden Menschen, der gerade irgendein Thema hat. Und dass man nicht verallgemeinern kann mit irgendeinem Konzept, was aber der Geist so gerne hat, damit er sich sicher fühlen kann. Ah, das mache ich, dann bin ich für immer frei. Erleuchtung ist die größte Enttäuschung. Wenn man den Satz versteht, dann passt. Und da gibt es immer wieder, ja, wie kann ich dir gerade dienlich sein? Ich bin da, um zu dienen. Ja. Wie kann ich mir und meiner Umgebung dienlich sein? Und wie kann ich mir noch mehr Leichtigkeit erlauben? Und da würde ich jedem raten, einfach jeden Tag wieder zu spielen. Wir haben das Spielen verlernt. Jetzt aber nicht irgendwas, was süchtig macht, sondern irgendwo, wo du einfach nur voll bei dir im Körper bist. Oder schau dir Hakuna Matata das Intro an für 3, 4 Minuten und fang wieder an lächeln. Das ist einfach nur mal Stützräder dorthin. Alles andere ist dann eine tiefere Praxis. Aber ich glaube, dass wir auch für die Leute, die überhaupt keine Zeit haben für tiefere Praxen, dass sie einfach so sagen, okay, ich mal mal ein Smiley auf die Hand, dass ich jedes Mal, wenn ich auf meine Hand schaue, dass sie lächeln anfangen. Das ist einfach nur so kleine Erinnerungen. Also Stützräder gibt es genug, man muss sie halt tun. Und ich glaube, das Problem ist, immer wieder ins Tun zurückzukommen, anstatt noch mehr Infos herzuholen. Weil du bekommst deine Infos selbst, wenn du leer wirst. Dann brauchst du von außen nichts.
Ja, lasse ich gerne so stehen. Ich werde alles verlinken, was ich dann von dir noch so zusammensammle. Das war jetzt mal der Start, unser erstes Gespräch. Wer weiß, was sich noch ergibt. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und schicke Ja, danke euch. meinen Zuschauern schicke ich wie immer ein Lächeln. Dankeschön.